Hi Leute, ich hatte am Donnerstag ja das, also mein Amazon Haul. Ich hatte ja am Donnerstag meinen Amazon Haul hochgeladen und da hatte ich ja einmal diesen Fingersponge und den City Sponge und da hatte ich gefragt, weil mir das dann so spontan einfiel, eigentlich wäre es doch voll interessant, so ein Video zu machen, wo man beides benutzt. Also auf der Seite das und auf der Seite das. Und ich habe halt gefragt, ja, wollt ihr sowas sehen? Und dann schreibt es in die Kommentare und einige wollten es sehen, deswegen sitze ich jetzt hier. Mein Augen-Make-up ist soweit fertig und die Augenbrauen, wie man schwer erkennen kann. Und ich fange auf jeden Fall so an, dass ich einen Primer auftragen werde, weil das mache ich ganz normal. Das mache ich ganz normal, das mache ich immer. Deswegen finde ich, ist es auch nur fair, wenn ich das jetzt auch mit diesen zwei Mopeds hier mache, ja. Also ich nehme als Primer von Love den Perfectitude Primer. Wie mache ich das denn? Ich habe hier so eine Palette, die habe ich bei Ideen gekauft fürs Malen. Und dann dachte ich mir so, ich nehme das für meine Foundation, wie man auch hier schwer erkennen kann. Allerdings ist es vom Tag vorher. Ich habe es nicht sauber gemacht. Ich suche mir ein sauberes Fleckchen und pumpe mir hier ein bisschen Primer rein. Ich sitze hier mit meinem Gerstengras. Also die Seite mache ich mit dem Silly Sponge. Da nehme ich den und gehe jetzt. So, das kann man ganz gut erkennen. Und trage das mal auf die Seite auf. Naja, Primer ist ja halt immer so eine Sache, ne? Man sieht es ja nicht. Deswegen weiß man nicht, okay, ist es jetzt gut, ist es nicht so gut. Also vom Gefühl her fühlt sich das ziemlich gut an, würde ich sagen. Also so, als würde es tatsächlich was machen. Ihr könnt mir ja währenddessen schon mal schreiben, ob ihr den Silly Sponge ausprobiert habt. Ihr habt ja unter meinem Video geschrieben, dass man den jetzt auch bei DM bekommt. Dann hätte ich den Scheiß nicht bei Amazon bestellt. Wenn ich jetzt hier so mit meinen Fingern drüber gehe, fühlt sich das schon sehr primig an. Okay, finde ich nicht schlecht. Ich würde mal sagen, ich gehe rüber zu dem Fingersponge. Ich hatte ja schon in dem Haul gesagt, dass ich es eher anstrengend finden würde, immer mit meinem kleinen Finger, mit meinem Zeigefinger das einzuarbeiten. Mal gucken. Also man soll den ja nicht unter dem Wasserhahn befeuchten, genau, sondern man soll es ansprühen, was ich jetzt auch machen werde. Und zwar nehme ich meinen Fix Plus. Das soll es vielleicht aufmachen. Ja, wie ich schon sage, das ist mir mit mir. Naja, okay, ich mache erstmal mit meinem Finger weiter, aber ich merke schon, nachher, wenn du das einen Monat benutzt, ne, da hast du so einen Daumen, Zeigefinger. Eben war es auch der kleine Finger, das ist der Daumen, aber es ist niemals der Zeigefinger. Niemals der Zeigefinger. Die Leute denken so, oh Gott, hat die die Vorschule nicht besucht? Also ich finde, so von der Schnelligkeit lässt sich beides gleich schnell einarbeiten, habe ich das Gefühl. Auch wenn ich jetzt hier so rüberfasse, fühlt sich auch hier alles geprimed an. Und beides ist super zart auf der Haut, muss ich ja echt sagen. Und ich dachte, ich packe hier gleich noch so ein First Impression rein. Deswegen nehme ich von Milani die Foundation. Die hatte ich ja auch in dem Amazon-Haul gezeigt. Und ich gebe mir mal hier, ja, zwei Hub jetzt mal rein. Hier ist die Foundation. Könnt ihr das sehen? Das Produkt drauf. Und dann schmier ich mir mal so ein bisschen. Also wegen der Farbe war ich mir im Video nicht sicher. Deswegen bin ich mal gespannt, wie es jetzt wirklich so aufgetragen aussieht, wenn man hier guckt. Ja gut, man kann schon einen Unterschied sehen. Also so vom Arbeiten habe ich das Gefühl, es ist ein großer Aufwand, den ich betreiben muss, weil ich hier schon in meinem Arm Schmerzen habe. Aber ich bin auch ein Lutscher. Also jemand, der Sport betreibt, der spürt wahrscheinlich das nicht. Also die Foundation finde ich, wenn man sie auf der Haut verteilt, ist es dann nicht ganz full coverage. Also sie deckt krass gut ab, aber ich finde, ich sehe trotzdem meine Rötungen durch. Aber es kann natürlich auch an dem Gerät hier liegen, ne? Ich habe auch eher das Gefühl, dass der Silly Sponge das eher hin und her schiebt, als einzuarbeiten. Also ich muss sehr viel Aufwand betreiben irgendwie. Ich weiß noch nicht, wie ich das hier so machen soll. Foundation ist sehr dick. Sehr, sehr dick und sehr, sehr cremig. Fast schon klebrig fühlt sich das an. Also ich muss sagen, ich kann mir kaum vorstellen, dass das jemand benutzt, wirklich so routinemäßig jeden Tag. Benutzt es jemand von euch wirklich jeden Tag, weil er von dem Ergebnis so begeistert ist? Das würde mich echt interessieren. Also um meine Augenbrauen herum komme ich auch nicht so leicht dran, aber ich muss sagen, die Foundation lässt sich jetzt auch nicht so gut einarbeiten. Also das ist jetzt so grob das Ergebnis. Ich hole mir mal kurz einen Spiegel ran. Also gerade hier um mein Auge herum finde ich sehr,
wirklich sehr, sehr schlecht, weil ich nicht gut rankomme. Okay. Und dann trocknet die Foundation auch. Also, und die Foundation selber sitzt auf meiner Haut persönlich nicht so gut, muss ich ganz ehrlich sagen. Dadurch, dass die Amis ja so davon schwärmen, finde ich es eher grausig als schön. Aber okay, wir machen weiter. Ich nehme jetzt wieder meinen Fingersponge und nehme hier auch ein bisschen Produkt und fange mal an, das so ein bisschen zu verteilen. Ich hatte bei dem City Sponge jetzt auch nicht das Gefühl, weniger Produkt zu benutzen. Ich finde, die Deckkraft nimmt mit dem Schwamm natürlich ein bisschen mehr ab als mit dem City Sponge. Aber gut, man sieht ja, Produkt ist im Schwamm drin. Das ist halt nicht zu vermeiden, das war mir schon klar. Also mit dem Fingerschwamm geht es definitiv leichter, aber auch hier finde ich das eher anstrengend, als dass es leicht geht. Wisst ihr, mit einem Beauty Blender, da habe ich das in der Hand und kann all meine Finger benutzen und so ist alles auf einen Finger konzentriert, was ich jetzt anstrengend finde. Und ich brauche ein bisschen mehr Produkt als auf der anderen Seite, um mehr abzudecken. Aber das Coole daran ist, ich kann irgendwie punktuell arbeiten. Das finde ich gerade richtig gut, wenn ich sage, oh, ich brauche nur hier so ein bisschen Deckkraft. Gut, das kann ich mit dem Beauty Blender natürlich auch, klar. Aber dadurch, dass es noch spitzer ist, voll gut. Aber mit der Foundation braucht man echt keinen Concealer mehr. Also ich, gut, wenn jemand jetzt sehr stark unter Augenringen leidet. Da kann ich jetzt nicht für sprechen, aber für mich würde das für den Alltag reichen, wenn ich das hier so unterm Auge auch noch setten würde. Also das mit dem Finger finde ich schon anstrengend. Ich versuche es mal ohne. Einige hatten ja auch geschrieben unter dem Amazon Haul, dass das Niki Tutorials ja auch ein Video zu gemacht hat. Das habe ich mir nicht angeguckt. Deswegen, ihr meintet, dass sie das auch, also sie nimmt das wohl vom Finger ab. Deswegen mache ich das jetzt auch mal und ich finde auch, dass es dadurch tatsächlich auch schneller geht. Und so kann ich auch mehrere Finger benutzen und dieser Druck ist nicht nur auf einem Finger. Vielleicht ist es das, was sie auch meinte oder gefühlt hat, das weiß ich jetzt natürlich nicht. Aber so im Großen und Ganzen finde ich die Foundation jetzt vom Weiten mit dem Schwamm besser als mit dem City Sponge. Und ich nehme nochmal einen Spiegel zur Hand. Das ist witzig. Die Seite sieht nicht so trocken aus wie die Seite. Woran kann denn das liegen? Also wenn ihr wirklich die Seite sehen könntet, dann würdet ihr sagen, das ist nicht deine Foundation. Aber die Seite sieht viel glowiger aus und es ist nicht so auf meinen trockenen Stellen. Es könnte natürlich daran liegen, dass der mit Fix Plus befeuchtet ist. Weil so gefällt die Foundation mir auf der Seite gut und hier gar nicht gut. Ich weiß nicht, ob ihr es erkennen könnt, aber ich habe hier sehr trockene Stellen und da sitzt die Foundation komplett drauf. Sehr streifig. Hier ist gar keine Foundation, weil nicht genug Produkt da war, obwohl ich eigentlich relativ viel genommen habe. Und das Produkt trocknet auch, weil ich viel länger brauche, um das Produkt überhaupt einzuarbeiten. Sprich, es ist sehr fleckig und sieht trocken aus. Während die Seite super gut eingeblendet aussieht und einfach eins mit der Haut. Wisst ihr, was ich meine? Sogar mein Mann sagt, er kann von Weitem schon sehen, dass es hier viel schuppiger ist und hier gar nicht, obwohl ich die Hautprobleme komplett hier oben habe. Also wenn es schon ein Mann sagt, dann hat das schon was zu bedeuten. Aber ich finde, daran kann man sehen, wie wichtig es ist, ein gutes Werkzeug zu haben. Also wirklich in gute Produkte zu investieren, um ein gutes Ergebnis zu erzielen. Klar, dass die Foundation spielt auch eine Rolle, wie gut sie ist, was für Inhaltsstoffe da drin sind und natürlich, wie arbeite ich mit dieser Foundation und mit welchem Werkzeug. Dann würde ich sagen, fange ich mal mit dem Concealer an. Ich arbeite Seite für Seite. Ich nehme den Aqua Concealer von Becca erstmal in der Farbe Fair. Und dann nehme ich nochmal denselben Concealer von Becca, nur in der Farbe Porzellan und arbeite das auch nochmal ein. Ich versuche es mal einzuarbeiten, aber ihr könnt sehen, das ist derselbe Effekt. Erinnert ihr euch an das Video, wo ich meinen Beauty Blender in Frischhaltefolie eingepackt habe? Ist so derselbe Effekt. Also vom Nahen ist es auch hier wieder eine Katastrophe. Ich habe super viel Produkt auf der Haut. Wenn ich jetzt zum Beispiel den so mache, dann habe ich richtig Striemen im Gesicht, weil das Produkt einfach nur auf der Haut liegt und nicht eingearbeitet wird. Ich verteile es eigentlich nur mit dem Ding. Dasselbe mache ich auch auf der Seite. Oh, ich muss das runternehmen, weil ich habe auch kein Gefühl dafür, wenn ich es auf meinem Zeigefinger habe. Also ich muss sagen, auf der Seite sehe ich
eher flawless aus von Weitem, weil ich mehr Produkt auf dem Gesicht habe. Hier kann man tatsächlich noch viel mehr meine Haut durchschimmern sehen, weil der Schwamm natürlich auch ein bisschen Produkt schluckt. Also die Sache ist, damit braucht man tatsächlich weniger Produkt, damit ein bisschen mehr. Damit hat man Full Coverage und damit weniger. Aber ich finde, so im Großen und Ganzen hat man trotzdem damit ein viel schöneres Ergebnis, also auch in Real Life, als damit. Also was man natürlich machen kann, ich habe die Striemen. Das ist halt einfach so. Was man dann machen kann, ist natürlich trotzdem nochmal mit dem Schwamm rübergehen. Aber dann ist es halt so wieder doppelt gemoppelt Arbeit. Irgendwie macht das. Geht zwar jetzt hier nochmal mit dem Schwamm rüber. Also ich muss sagen, die Seite sieht deutlich besser aus, auch wenn man meine Haut durchschimmern sieht. Ich würde sagen, kommen wir mal zum Baking. Das mache ich ja auch immer mit meinem Beauty Blender oder mit einem Pinsel. Deswegen bin ich mega gespannt, wie das Ding sich als Baking Tool macht. Das wird sicherlich gut sein, weil es halt ein Schwamm ist. Das Translucent Puder, was ich benutze, ist von Nude by Nature. Und ich nehme jetzt... ich finde das Ding nicht so geil, muss ich ganz ehrlich sagen. Also auch nicht zum Baking. Es ist super fleckig, also mit einem Schwamm trage ich das viel smoother auf. Ich nehme jetzt auch hier mal meinen Fingerschwamm. Viel besser, ja. Seht ihr den Unterschied? Also ich kann das Puder schon direkt in die Haut arbeiten. Was ich hier natürlich besser auch als bei einem Beauty Blender finde, ist, dass es noch spitzer ist. Das heißt, ich kann hier super gut reingehen. Ich kann natürlich noch mehr raufpacken. Also ich habe viel mehr Kontrolle auch über das Produkt. Und es lässt sich viel gleichmäßiger auftragen. Ich finde, die Foundation ist so ein bisschen nachgedunkelt. Könnt ihr sehen, wie schuppig das alles ist. Und wie cakey. Also die Foundation, muss ich ganz ehrlich sagen, ich muss nochmal mit anderen Tools damit arbeiten. Ich bin mir damit noch nicht ganz sicher, ob ich es wirklich mag oder nicht. Also nee, da kann ich jetzt echt noch nicht viel zu sagen. Es wäre nicht fair dem Produkt gegenüber. Der Silly Sponge ist Schrott, so richtig flatsch. Das Produkt liegt eher auf meiner Haut, als dass ich es wirklich einarbeite. Dadurch, dass ich noch so viel Produkt im Gesicht hatte, auch Concealer, obwohl ich viel weniger Produkt genommen habe, als was ich sonst so im normalen Gebrauch nutze, habe ich ja dann noch gebaked. Und jetzt sitzt das Puder richtig im Produkt drin, so als könnte ich es so abziehen. So richtig eklig. Also für mich ist der Silly Sponge tatsächlich überhaupt nichts, absoluter Fehlkauf. Ihr könnt mir gerne schreiben, wie steht ihr dazu? Ich hatte ja in den Kommentaren gelesen, dass einige sich den auch gekauft haben, also gerne eine ehrliche Meinung von euch. Dann muss ich zudem sagen, finde ich ziemlich cool, weil der Schwamm an sich richtig, richtig gut ist, um Produkt aufzutragen. Ich muss dazu sagen, dass diese Fingerfunktion mir persönlich zu anstrengend ist als alles andere. Was man machen kann, ist, den so zu benutzen. Aber dann denke ich mir, ja gut, dann kann ich mir ja gleich einen Beauty Blender kaufen. Wisst ihr, was ich meine? Aber so im Großen und Ganzen macht er echt einen tollen Job. Wirklich praktisch ist halt einfach, dass die Spitze auch spitz ist. Das heißt, man kommt sehr gut an diese Stellen ran. Auch hier um die Nasenflügel herum, wo ich ja gerade Probleme habe. Ich finde es cool, aber ich würde ihn eher nutzen. Ich werde den auch weiterhin benutzen, aber dann halt eher so als um meinen Finger gestülpt. Also das Ding bekommt ihr auch im DM. Das müsst ihr nicht direkt bei Amazon bestellen. Das Ding müsste man über Amazon bestellen. Kostet derzeit 13 Euro noch was. Ich verlinke es euch nochmal in die Infobox. Also wer sagt, also so ein Beauty Blender kostet ja knapp 20 Euro. Mal gibt es Vergünstigungen, müsst ihr euch mal umschauen. Aber so im Großen und Ganzen kostet das knapp 20 Euro. Das kostet jetzt 13 Euro. Ich weiß nicht, ob ich Versand bezahlt habe. Kann ich euch nicht sagen. Müsst ihr bei Amazon mal selber gucken. Ich finde, für die paar Euros würde ich mir tatsächlich eher einen Beauty Blender kaufen. An sich ist das Ding gut, wie ich gesagt habe. Aber warum ich eher einen Beauty Blender kaufen würde, ist, weil die Fingerfunktion ist für mich halt nicht so gut, weil ich dann doch eher so benutzen würde. Also macht für mich ein Beauty Blender dann doch eher mehr Sinn. Wenn ihr jetzt noch Fragen zu den zwei Produkten habt oder zu der Foundation, dann schreibt ihr mir super gerne in die Kommentare. Ihr könnt mir gerne schreiben, wie habt ihr die Foundation schon benutzt? Dann würde ich gerne wissen, wie ihr die findet. Und zu dem Silly Sponge und zu diesem Finger Sponge hätte ich gerne mal eure Meinung, wenn ihr es benutzt habt. Ansonsten bedanke ich mich wie immer bei euch fürs Reinschalten, sage Tschüssi und bis zum nächsten Mal mit euch.